Hallihallöchen und herzlich willkommen. Ja, die 5000 Abonnenten wurden geknackt. Ich danke euch. Das wird ein Special und ich habe mir gedacht, dass ich euch mal ein bisschen Gameplay dazu biete. Standard 15 Sekunden das Video. Wie dem auch sei, habe ich euch mal versprochen, mit dem Zombie-Modus weiter zu spielen. Und somit geht es weiter mit der zweiten Karte. Namens Five. Ja, qualitativ sieht die schon mal sehr viel anspruchsvoller aus als die erste Karte. Außer, dass sie weniger Fläche bietet. Aber das ist egal. Ja, und wir starten los. Okay, kein Zombie. Wieder keins. Bingo. Das war der letzte. Ja, wir holen uns erstmal das Getränk, weil wir es brauchen. Und hier liegt das rote Telefon. Und es gibt drei davon insgesamt. Und wenn ihr sie alle aktiviert habt, spielt sich hier auf eine Musik ab. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr es haben möchtet. Ja, ich kann es euch mal zeigen. Und wir haben direkt den nächsten Raum betreten. Und ganz wichtig, die Fenster müsst ihr immer zurichten. Dafür kriegt ihr extra Punkte. Und der Grund, warum ich das Video mache, ist nicht, um einen neuen Rekord hinzulegen. Einige denken das. Das ist nicht mein Grund und das ist nicht mein Ziel. Natürlich, wenn das mal passieren sollte, warum nicht, ne? Aber das ist jetzt nicht mein Grund. Ich möchte jetzt nicht das beste Gameplay hier bieten und zeigen. Das ist nur so ein schnelles Gameplay. Sonst würde ich hier, was weiß ich, 2 Stunden hängen. Okay, wir haben keine Munition mehr, jetzt müssen wir mit der Granate vorrücken und. Haha! So. Ein paar Kugeln könnten hier nicht schaden. Und hoffentlich merkt ihr euch das, ihr Maden. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Okay, Max Munition. Das funktioniert. So. Haha, die Minigun. Zack. Ein K.O. in bester irischer Tradition. Was der letzte? Ja. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Daher werde ich noch nicht mit dem Aufzug runterfahren. Das wird jetzt nichts bringen. Das Ding stelle ich mir direkt neben meinen Pulitzer. Stehe zwischen den Toten und dem Weißen Haus. Ja, allzu viel geschieht hier noch nicht. Ist ja auch normal, wir sind gerade mal Level 4. Aber das wird sich gleich noch ändern. Auf jeden Fall. Insta-Kill. Das brauchen wir. Wir wechseln aber zu der Pistole. Weil wir die Munition sparen möchten. So. Zack. Wie gefällt dir das? Ja. Das war der letzte. Jetzt fahren wir mal nach unten.
So. Das ist der nächste Raum. Ich will das haben. Verdammt. Wenn ihr mal online Zombie-Gameplays sehen möchtet, könnt ihr das mal unter diesem Video oder auf dem Kanal oder so posten. Ja, könnte ich auch mal machen, wenn ihr es möchtet. Nein. Boah, da sind jetzt zu viele. Wow, ich muss weg. Ha. Noch die Bombe. Double Points, fett. Ja. Ne, lieber noch nicht. Bam. Jetzt aber. Zack. Schmeiß mal eine Granate. Noch eine hinterher. Ich würde mich mal interessieren, welche Waffe ihr qualitativ am besten findet für den Zombie-Modus. Ich finde übrigens, also das kommt ja von der Map an. Ich finde die Donnerkanone ganz gut. Das ist so ja, bestimmt die beste Waffe. Und die Laserkanone ganz. Es gibt auch andere Leute, die, ja, die finden die nicht so toll. Natürlich kommt das auch immer mit darauf an, mit wem man zockt. Also man kann sehr strategisch vorgehen. Zum Beispiel wie einer hat den Laser oder alle drei oder alle vier haben den Laser, das geht ja auch. Oder einer hat Ballistic Knife, damit kann er dann schneller laufen, wenn er es aufgemotzt hat. Aufgerüstet. Übrigens, hier liegt das zweite Telefon. Und er kann dann auch die Kameraden schneller heilen, indem er die einfach anschießt. Mit dem Ballistic Knife, das ist auch richtig geil. Das kann sehr helfen, also ich habe das auch schon mal selber gemacht. Wir sind sehr weit gekommen dadurch. Nur dadurch überhaupt. Ja, hier befindet sich die Wunderkiste, das ist schon mal geil. Das Schwein tut mir schon mal sehr leid, da ich ihn gleich aufschlitzen will. Naja, es leidet, ne? Es hat Angst. Jetzt nicht mehr. Oh Mann, ey, hast du nichts Besseres zu bieten? Mann. Vor allem auf dieser Map mit Gammelwaffen geht das überhaupt nicht klar. Naja, eine besondere und eine gute Zufluchtsstelle auf dieser Karte kenne ich eigentlich nicht. Außer hier in diesem Aufzug. Und in dem geheimen Raum kann man auch noch ein bisschen überleben. Aber ansonsten, naja, man muss immer in Bewegung bleiben. Klar muss man auch bei der anderen Map in Bewegung bleiben, aber auf dieser Map ist das ein bisschen sehr schwer. Ehrlich gesagt. Nein, nein, nein. Noch ein Schuss. Nein, es lebt noch. Komm. Das ist ein Befehl.
Ich muss das Messer. Zack. Stirb doch endlich. Ja. Jetzt habe ich keine Munition mehr, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Hoch, 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 hoch. Boah. Ich muss mal wieder neue Munition beschaffen. Ja. Jetzt geht's wieder runter. Schnell die Fenster zurichten. Nein, das war der letzte. Ach, scheiße, ja. Ich muss. Ja. Naja. Wir gehen mal durch. Übrigens, das ist ein Teleporter. Naja. Warum überhaupt hier, ey? Das macht mehr Spaß als ein Wahlkampf. Ich hasse diese Stelle. Momentan regt der Zombie-Modus im Multiplayer sowas von auf, weil ich finde, das Matchmaking ist einfach sowas von öde gestaltet. Ich finde, die sollten Spieler nach einem jeweiligen Rang finden, was einem anspricht. Nicht hier einer, der Level 30 ist und der sucht einen, der Level 5 ist. Das geht, passt doch gar nicht. Und das dauert jedes Mal so lange, ey, das ist jedes Mal so ein Drama, bis man mal ein richtiges Spiel spielt. Das ist sowas von nervig. Das sollten die echt verbessern. Insta-Kill. Nice. Double Points auch noch. Boah, da kommen aber viele, ey. Komm, komm, komm. Okay. Es ist noch ein vorhanden. Noch einer. Jo. Das MG, fett. Jetzt noch Laser oder so, dann wäre es richtig optimal. Ach komm, was soll ich damit, ey? Wie den Arsch abkratzen? Naja, wir nehmen es mal. Da wir nicht mehr so viel Munition dafür haben. Ich halte den Schlüssel zum Frieden in meinen Händen. Oh Mann, wieder diese Stelle, ey. Das geht mir so auf den Sack. Schnell, schnell, schnell. So. DEFCON 2. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese sind so. Ja, das. Damit aktiviert man den Zufluchtsort, den geheimen Ort. Da sind so Schalter an den Wänden. Die müsst ihr alle aktivieren. Es leuchtet grün. Also diesen Schalter müsst ihr dann betätigen.